Bayern ist Photovoltaikland. Hier werden Zellen gefertigt, kostbare Rohstoffe produziert und Module montiert. Auch in der Forschung ist Bayern Spitze. Außerdem werden unter dem weiß-blauen Himmel die meisten Anlagen Materialkosten, allen voran das hochreine Silizium. Am Bayerischen Zentrum für angewandte Energieforschung hat der Physiker Thomas Kunz mit seinem Team neue Zellen entwickelt, die 10-mal weniger Silizium benötigen. Wenn man der Photovoltaik genügend Zeit gibt, dann werden sich die Preise noch deutlich verringern und dann wird man auch in Bereiche vordringen, wo es vergleichbar ist zu vielen anderen Energieträgern. Die experimentellen Dünnschicht-Solarzellen entstehen in einem Härteofen. Dabei wird die Siliziumschicht bei über 1000 Grad Celsius auf ein Trägermaterial aufgedampft. Ein zweiter Schmelzvorgang richtet dann die Kristalle aus. Heutige Zellen dagegen werden noch in Blöcke gegossen und danach in Scheiben gesägt. Dadurch benötigen sie 10-mal mehr Silizium als die neuen, experimentellen Solarzellen. Wir haben hier auf der einen Seite einen normalen polykristallinen Wafer, der wird aus dem Block geschnitten und dann in dieser Form weiter zur Solarzelle verarbeitet. Auf der anderen Seite haben wir hier unsere Probe, also ein Trägermaterial, wo Silizium abgeschieden wird, rekristallisiert, es wird eine grobe Struktur geschaffen, wiederum Silizium aufgetragen und dann weiterhin zur Solarzelle verarbeitet. Die neuen Dünnschicht-Solarzellen funktionieren im Labor bereits. Allerdings sind sie noch nicht so effizient wie heutige Zellen, die dafür 10-mal mehr Silizium benötigen. Wichtig wird sein, dass wir den Wirkungsgrad deutlich steigern, wo ich gutes Potenzial sehe, weil wir ja mit Kristallino-Silizium-Technologie arbeiten, die ja schon im Wirkungsgrad deutlich über den 20% liegt. Bisher verwandeln die Zellen noch nicht mal ein Zehntel der Sonnenenergie in elektrischen Strom, der sogenannte Wirkungsgrad. Im Labor im fränkischen Alzenau beschichtet Ingo Burkert die Zellen mit Reflexionsschichten, die das Licht mehrmals durch die Kristalle wandern lassen. Also eine dünne Beschichtung, die dann noch eine weitere Beschichtung erhält, damit man einen Rückseitenreflektor entwickeln kann. Wandert das Licht mehrmals durch die Zelle, dann steigt auch der Stromertrag. Dazu wird Silizium in einem Gashärteofen auf eine zweite Siliziumoxidschicht aufgebrannt. Diese soll einfallendes Licht vom Zellenboden aus reflektieren. Das Verfahren funktioniert bisher nur im Labor. Jetzt wollen es die Forscher zur Serienreife weiterentwickeln. Man kann erkennen, dass es über die gesamte Oberfläche homogen verteilt ist. Damit kann man zufrieden sein. Die Schichtdicke muss allerdings noch vermessen werden. Würden die neuen Dünnschichtzellen genauso viel Strom produzieren wie heutige Zellen, dann ließen sich die Kosten der Photovoltaik erheblich senken. Nachdem hochreines Silizium bei der Herstellung sehr viel Energie benötigt, würde sich mit den neuen Zellen auch die Ökobilanz der Photovoltaik deutlich verbessern. Solarzellen aus Silizium haben einen entscheidenden Nachteil. Silizium ist starr und brüchig. Am Zentrum für angewandte Energieforschung in Erlangen erforscht die Werkstoffingenieurin Madeleine Haider mit ihrem Team deshalb neue Solarzellen aus leichten, biegsamen Kunststofffolien. Unser Vorteil ist, dass wir flexibel sind. Wir können es überall einsetzen. Wir können es in Taschen einbauen, damit wir unser Handy aufladen können. Wir können es dann bei den Bushaltestellen einbauen, damit wir die Beleuchtung haben. Also es gibt so viele verschiedene Anwendungssachen. Da ist eine Menge Potenzial da. Um die sogenannten organischen Solarzellen herzustellen, müssen die Werkstofftechniker zuerst eine Fullerenlösung anrühren und sie dann auf eine Kunststofffolie aufdrucken. Fullerene sind Halbleiter aus Kohlenstoff und wurden erst vor 25 Jahren entdeckt. Sie werden aus Graphit gewonnen und können ähnlich wie Silizium das Sonnenlicht in elektrischen Strom verwandeln.
Die organische Solarzelle besteht aus 5 Schichten mit unterschiedlichen Lösungen. Ein sogenannter Schlitzdüsendrucker druckt sie nacheinander auf die Trägerfolie, bis daraus eine funktionierende Zelle mit Kontakten und Leiterbahnen entsteht. Hier haben wir im Prinzip 2 Schichten übereinander. Ein fertiges organisches Solarzellenmodul sieht ungefähr so aus. Da haben wir jetzt 4 Schichten übereinander. Das wäre diese Halbleiterschicht, die wir vorhin als Lösung angesetzt haben. Die Forscher probieren immer wieder neu gemixte Fullerenlösungen aus. So wollen sie den Wirkungsgrad der Zelle steigern. Ob der Versuch gelungen ist, zeigt dann der Messtest unter dem Sonnensimulator. Nachteile sind natürlich, dass die Lebensdauer ziemlich gering ist und den Wirkungsgrad, dass wir noch unter 10% liegen. Und da liegen wir bei der Silizium-Photovoltaik schon ziemlich hoch. Ein Einsiedlerhof im mittelfränkischen Tennenlohe. Um unsichtbare Schäden an Solarzellen nachzuweisen, ermitteln die Wissenschaftler als erstes Sonneneinstrahlung und Außentemperatur. So, dann baue ich dir das schon mal auf. Hast du Stift und Zettel dabei? Ja, das gebe ich dir sofort. Bisher haben wir häufig beobachtet, dass zum Beispiel Teilstränge in den Modulen ausfallen können, also komplett ausfallen, dann fehlt ein entsprechender Anteil der Leistung auch. Es können Kurzschlüsse einzelner Zellen auftreten, es treten auch Lötfehler auf. Hans Scheuer-Pflug ist seit 20 Jahren Hobbypilot von kleinen Modellhubschraubern. Jetzt darf er sein Hobby zum Beruf machen. Die Wissenschaftler wollen die Dachanlage mit Hilfe eines elektrischen Modellhubschraubers untersuchen. An ihm ist eine Wärmebildkamera befestigt, die schadhafte Module auf dem Dach sichtbar machen soll. Hubschrauber geht, ja. Eingestellt, ich starte den Motor. Also Kamera ist drauf. Jawohl. Auto drin habe ich. GPS schalte ich oben ein. Ja, gut. Also wie gehabt, gehst du jetzt erstmal hoch, damit wir das Ganze abdecken. Jawohl. Okay. Okay, ich starte. So, ich drehe bei. Wir machen das dann so, dass wir erstmal auf eine hohe Position gehen, um das ganze Objekt abzulichten. Das Verfahren funktioniert nur bei wenig Wind, wenig Regen und ausreichender Sonneneinstrahlung. Wissenschaftler Patrick Schwenk muss den Piloten instruieren. Ich sehe das Signal jetzt von der Funkkamera, auf der wir erkennen können, ob wir mit der Wärmebildkamera ungefähr in dem Bildausschnitt sind, wo wir hinwollen, um zu schauen, ob das Heck gerade steht. Die Akkus des Hubschraubers halten bis zu 20 Minuten. Dann muss er wieder landen. Die Wärmebildkamera speichert ihre Aufnahmen auf einem Chip. Diesen können die Wissenschaftler sofort am Laptop auswerten und die defekten Solarzellen anhand der heißen Stellen erkennen. Man kann ja schon was erkennen. So, was haben wir da? Also das würde ich sagen, ist ein ganz klassischer Fehler, Hotspot. Ja, Zelldefekt, würde ich auch sagen. 2 Zellen, da wird nur eine Zelle betroffen sein. Hier bei dem meinst du? Ja, aber die meisten Module sind in super Zustand. Ja, die sehen gut aus. Der Auftraggeber kann zufrieden sein. Die Wissenschaftler haben nur kleine Mängel an seiner Solaranlage gefunden.